Herzlich willkommen bei MT-Cast, ich bin der Mehmet. So, liebe Leute, wir haben ein neues Projekt. Gestern Abend haben wir uns den 7er hier geholt. E38. Ihr wisst, die Dinger, die werden immer beliebter und da haben wir uns gedacht, wir holen uns auch mal ein und machen ihn immer schön fertig. Der kam gestern Vormittag in die Anzeige rein für relativ kleines Geld. Habe ihn angeschrieben, mit ihm telefoniert, der kam in der Nähe aus Dortmund. Preislich haben wir gleich was abgeklärt, der Verkäufer hat mir versichert, dass er das schafft, zu uns nach Hause zu kommen. Haben gesagt, so ist gut. So, daraufhin habe ich meine beiden Jungs dann mobilisiert, direkt nach Dortmund geschickt und dann haben wir das Fahrzeug geholt. So, da ist das schöne Stück. Letzte Zeit im Netz sehen Sie alle hier bei Lavella, 7er Umbau, LW Garage, 7er Umbau, jeder baut einen 7er um. Da haben wir uns gedacht, jawohl, geile Karre, wir wollen auch einen umbauen. Ne? Klar, ein paar Macken hat er, wenn wir uns mal so angucken. Hier die Leisten hier, hat er ein bisschen zerkratzt. Vorne, da hat er seine Schramme dran. Rostmäßig sieht er wirklich gut aus. Hier die Spiegelkappen hier mal ein bisschen wackel, wackel. Alles auch im Rahmen. Vom Lack her sieht er richtig gut aus. Rostmäßig, Hammer. Also wir haben hier kein Rost entdeckt. Auch so allgemein. Die Farbe, die ist auch nicht schlecht. Klar, PTC haben wir hinten dran. Rückleuchten sind schon auch drauf. Und einen schönen Zigeunerhaken, den abnehmbar. Aber den nehmen wir natürlich ab. Ja, die Form ist toll. Die ist wirklich, wirklich Tupac-mäßig. Und da wollen wir mal was richtig Schönes auf dem Auto machen. Wir gehen noch mal weiter auf die Details hier ein. Also, hier haben wir eine kleine Delle im Radlauf. Falls ihr sehen könnt. Das haben wir gestern Abend aber nicht gesehen gehabt. Ne? Der Verkäufer hat mir nur erzählt gehabt, dass hier vorne nur vorne am Kotflügel, da hat er auch eine kleine Schramme reinbekommen. So. Andere Felgen waren drauf auf dem Foto und dann hat er die wohl verkauft, irgendwelche Styling-Felgen. Aber ist ja egal, der kriegt sowieso ganz andere Felgen. Ja, Spiegel haben die auch mal schon andere reingemacht. Da sehen wir mal schöne grüne Spiegel hier dran. Ich glaube, der stand auch ein bisschen länger bei ihm, weil hier ist schon auch Moos angesetzt. Toll. Das war auch sehr wichtig für uns. Und optisch, man kann lackieren, man kann was machen. Farbe ist auch okay. Klar, mal tiefer legen wollen wir das schöne Auto, schön vielleicht mal 19, 20 Zöller rein. Wir wollen ihn richtig mal rausputzen, schön Service reinmachen. Wir haben ihn noch nicht mal auf der Bühne gehabt, aber die Fahrt hierhin war sehr gut. Der Dämpfer vielleicht ein bisschen weich. Wir nehmen ihn nachher auch auf die Bühne, checken ihn auch richtig da durch. Ne? Das gute hat Xenon schon, vorne dran, Nebel, Xenon, PDC vorne, PDC hinten. Auch nicht schlecht. Ja, die Felgen hier sehen scheiße aus, ist so. Leider kein Leder, liebe Leute. Schade, schade, aber es geht. Die Innenausstattung ist auch nicht schlecht. Elektrische Sitze, eine gute Ausstattung, Memory. Sitzheizung, Klima. Genau, Multifunktionslenkrad hat er drin. Die Türkanten sind top. Das kennen Sie bei den meisten. Die sind alle durchgerostet. Ah, hier fängt er ganz leicht an, aber es hält sich ja alles in Grenzen. Ja, auf jeden Fall. Also wir haben schon da wirklich, wirklich viele andere Schlimme gesehen. Ne? Geräumig ist er richtig schön. Ne? Klar, ne? Ist ein 1996er 728i. Klar, ein V8 ist schon geiler. Aber der schluckt richtig wenig. Wir sind den 300 Kilometer um die 10 Liter gefahren. Ne? Ganz normal. Nicht schlecht für so ein Riesenauto. So, da ist der schöne Kofferraum. Schön geräumig, schön groß. Ich finde ihn nicht schlecht, ne? Also, vor 5-6 Jahren hat man diese Fahrzeuge hinterhergeschmissen. Da wollte kein Arsch hinter diesen Autos her. Aber irgendwie in den letzten paar Jahren sind die Leute verrückt. Die Preise, ich merke die Preise, die gehen hoch, 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 hoch. Ich glaube, Lavella hat damit angefangen, erstmal so einen 7er aufzubauen. Seitdem drehen die Leute durch. Aber klar, ne, der Mutlo geht, kauft so ein Auto, macht die von Grund aus neu. 5.000 Euro Felgen, hier 4.000 Fahrwerk. Ja, wir als MT-Cars haben das Budget gar nicht, ne? Ich versuche das nebenbei von unserem täglichen Arbeit zu machen. Also wir wollen hier ein bisschen Low-Budget machen, das heißt, gucken mal ein paar gebrauchte Felgen bei eBay oder irgendwo, gucken mal, dass wir mal schön tiefer legen, Fahrwerk gucken, Tieferlegungssatz gucken, den Zigeunerhaken hier vielleicht mal wegnehmen. Da gibt es auch eine Kappe dazu. Wir überlegen, ob wir vielleicht 4-End-Rohre machen oder gar nichts machen, komplett zu machen. Das wissen wir noch nicht, das könnt ihr vielleicht in die Kommentare schreiben. So, jetzt machen wir mal eine Probefahrt mit dem Baby und dann schauen wir mal, wie er sich mal so verhält beim Fahren. Bis gleich. So, jetzt mit dem schönen 7 auf der Probefahrt, 738, jawohl, ich bin den noch gar nicht gefahren, die Kinder haben den gestern Abend abgeholt, Jan und San, die haben gesagt, du, der fährt wirklich gut, unglaublich, Baujahr 96, er gleitet, also für einen 728er zieht er auch nicht schlecht ab, gestern haben die ihn mal auf 230 mal draufgehauen, ist auch okay, Verbrauch bei 10 Liter, auch völlig in Ordnung.
Ja, das Fahrzeug hat 300.000 gelaufen, hier 308.000. Aber dafür läuft er seidenweich. Getriebe schaltet super. Unglaublich. Ne? Raum ist da, gemütlich. Klar, eine S-Klasse, bin ja vorher eine S-Klasse gefahren, der bietet da ein bisschen mehr Raum. Aber es ist ein schönes Fahren. Denkt man gar nicht, so ein altes Auto. So, gute Helferlein an Bord. Multifunktionslenkrad, Alarmanlage, hier Pipapos, Sitzheizung, Klimaautomatik und. Ist doch nicht schlecht eigentlich. Ja, geiles Auto. Da wollen wir mal gucken. Er fährt auch sehr angenehm, der hält die Spur. Na, ein bisschen Radlager, eventuell Reifen machen, ein bisschen Geräusche. Aber klar, das, was wir bezahlt haben, ist wirklich Apfel und Ei. Klar, es wird noch Geld reinfließen, schon das Lackieren hier und da. Aber wir wollen auch mal solche alte Autos ein bisschen erhalten. Und da muss man sich auch mal ein bisschen Mühe geben, da mal ein bisschen Geld reinstecken. Und dann fahren wir mal in die Werkstatt und dann gucken wir mal, wie er unten aussieht. Da bin ich auch mal gespannt. Bis gleich. Moin Leute, willkommen bei MT-Cars. Wir haben uns jetzt hier ein Mikrofon geholt. Ich hoffe, Audioqualität ist halt jetzt besser. Ja, zum heutigen Video. Mein Vater hat uns losgeschickt, jetzt nach NRW, Dortmund fahren, einen schönen Schmuckstück holen, schönen BMW, E38. Und ja, erstmal, ja, wir wohnen erstmal auf dem Tanken. So, was soll man dazu sagen? Einmal und was sagt der Literpreis? Ja, weiß ich auch nicht, müssen wir dann sehen. 1,61. Dann machen wir mal voll das Ding, ne? Ja, Auto könnte auch mal gewaschen werden. Keine Ahnung, vielleicht, wenn wir pünktlich ankommen und irgendwo eine Waschanlage in NRW finden, waschen wir den gleich. Ja, sehen wir dann. Und ja, mal gucken, was diesmal hier wird. Wir sehen uns dann später. Ja. Ja, Leute, Stunde Fahrt noch. Ich würde gern schneller fahren. Jetzt ist zum ersten Mal die Bahn frei. Einmal kurz hier ein bisschen. Ja. Aber sonst fast da. Eigentlich gut durchgekommen, nur leider überall Baustellen. Ja, jetzt zum ersten Mal frei, Freunde. Jetzt kann ich ein bisschen schneller fahren. Jetzt sind wir so langsam auf normale Reisegeschwindigkeit. Naja, hoffen wir mal, dass der Weg nicht umsonst war zu dem BMW. Ja, wir melden uns wieder, wenn wir dann am Auto, wenn wir den gekauft haben, nicht gekauft haben. Das sehen wir dann alles. Moin Leute, willkommen aus NRW. Ja, hier ist das Schmuckstück, haben wir mitgenommen. Schöner 7er E38, 28, ja. Ja, an sich schönes Auto, hat hier seine paar Stellen, ne? Hier ist ja aber altes Auto, dafür gute Ausstattung, Xenon hat er. Ja, dann drinnen leider kein Leder, aber Sitzheizung, Klimaautomatik, Multifunktionslenkrad, elektrische Sitze mit Memory. Komm mal hier rum. Ja, ne? Hier Memory-Sitze, ne? Eigentlich ganz schönes Auto. Ja, ne? Sieht eigentlich ganz gut aus. Auch von hinten. Fährt sich ganz gut. Schön weit. Schöne Luxuslimousine. Ja, Kofferraum ist auch groß. Ja. Schönes Auto. Passen auf die 3-4 Kollegen, die immer Ärger machen, ja, rein, ne? Anhängerkupplung, abnehmbar, Schlüssel ist drin. Ja. Softclose am Kofferraum. Ja, sieht eigentlich Lackzustand ganz gut aus. Ein, zwei kleine Stellen, aber ja, an sich schönes Auto. Ja, fahren wir mal nach Hause und morgen seht ihr mehr, wenn wir in der Werkstatt sind, die eine Runde fahren oder so. Vielleicht nehmen wir auch mal kurz nebenbei auf beim Fahren. Ja, dann sehen wir uns, Freunde. Unter uns, ihr wisst Bescheid, gestern kam der 7er ins Netz in Dortmund in der Nähe. Da habe ich mal mit dem Verkäufer telefoniert, aber ich musste arbeiten. Dann habe ich hier meine Jungs gebeten, hier einsteigen, ja, Abfahrt nach Dortmund und die Karre abholen. Der Verkäufer hat gesagt, der schafft das auf jeden Fall hierher. Ich habe gesagt, wenn nicht, will ich mein Geld wieder haben. Er sagt, ich garantiere dir das, dass er das schafft. Wir sind abends hingegangen, wir haben das Auto ja vorher mal am Tage mal gesehen gehabt, aber wir haben ihn ja nicht hochgenommen gehabt. Also, jetzt haben wir gesagt, wir heben ihn mal hoch und dann schauen wir mal, was wir machen. Der Plan ist, wir wollen hier ein Projekt rausbauen. Also, das heißt, hier, die Zigeunerhaken auf jeden Fall, den wollen wir da nicht sehen. Den machen wir zu, überlegen uns mal Endrode, ja oder nein, in den Kommentaren bitte reinschreiben. Glückleuchten sind mir geil, auf jeden Fall lassen wir die dabei. So, liebe Leute, Kieferlegen, egal wie.
Also, das Ding muss auf jeden Fall runter. So, andere Felgen, 20 Zoll, auf jeden Fall 20er. 1920, muss breit sein, 9,5er Felgen bestimmt. Ja, 10er sonst wäre es nicht gehen. Also so, Minimum 9. Genau, also wir wollen auch hier, das Schwarze wollen wir auch gerne weg haben, das gehen wir mal im Lack ab, wir nehmen alles in Wagenfarbe. Auch unten die Leisten wollen wir in Wagenfarbe haben. Ja, Spiegel, denken wir mal gucken, ich nehme mal auf in Wagenfarbe, was meint ihr? Ja, gestern hatte ich den das auch. Ich würde Wagenfarbe machen. Ja, denken wir mal auch. Ja klar, Felgen sind blöd. Scheiben müssen definitiv dunkel. Genau. Da gehen wir zum Polierer. Scheiben machen wir runter. Ja, hier noch einen kleinen Kratzer. Lackierer muss uns einmal den Kratzer hier wegmachen. Die Plastikteile haben wir schon bestellt. Die sind auch ein bisschen blöd. So. Ja, aber alles kein Problem. Denke nicht. Leute, also die Idee ist von uns tiefer, breiter, härter. Alpina Spoiler vorne, ein Pflicht. Auf jeden Fall haben wir im Netz gesehen, auf Polen 120, 150 Euro. Aber jeder E38 mit Alpina Lippe. Muss. Also Alpina Lippe ist Pflicht auf jeden Fall. Vielleicht überlegen wir uns doch mal Alpina Emblem. Alpina auch für die Felgen, die wir jetzt kaufen wollen, Sterndeckel. Leute, klar. Ja, also wir auch Alpina Felgen. Ja, das ist ein bisschen schwer, ne, oder? Alpina Felgen muss man mit ihnen herkriegen. Die kosten aber richtig Geld. eBay Kleinanzeigen macht alles möglich. Ja, liebe Freunde, Problem ist, wir sind eine kleine Firma. Ich habe 6-7 Baustellen laufen. Ich kann nicht in jedes Auto neue Felgen, neues Fahrwerk oder sowas. Ich bin nicht Lavella, ich bin nicht JP. Ich kann da nicht aus dem Regal greifen und sagen, hier 5.000 Euro Felgen. Wir wollen mit kleinem Budget. Und die meisten Leute gehen auch nicht für 5.000 Euro Felgen kaufen. Also wir versuchen, gebrauchte Sachen vielleicht, günstige Sachen, die im Aktion sind oder sowas. Einfach günstige Sachen, aber dass das Auto auch schick dasteht und nicht einfach verfuscht wird. Leute, da sehen wir auch hier vorne genau das gleiche. Die Leisten müssen neu. Schön 10 und das Fahrzeug. Blinker müssen wir uns überlegen, ob gelb oder weiß. Keine Ahnung, das wissen wir nicht. Also ich bin für weiß, muss ich ehrlich sagen. Ich bin für gelb. Ja, das entscheiden wir mal so spontan. Hier hat er eine schöne Beule, das hat der Verkäufer mir auch gesagt gehabt. So. Spiegel in grün. Ja, das ist bestimmt dieses Oxford-Grün oder so. Genau, ne? Spiegel in grün hat er auch irgendwo geklaut. Hier ist der Stand wohl ein bisschen länger unterm Baum. Falls wir sehen hier, oh lecker. Aber das Gute ist bei dem Fahrzeug, normalerweise sind die Dinger voll vergammelt und verrostet. Türkanten null. Genau, und wirklich Hammer. Ne? Und wir haben viele Videos gesehen, wie die Dinger aussahen. Ne? Muss ich jetzt sagen, wirklich, wirklich. Also der Zustand ist toll. Die Beule haben wir gestern Abend, die Jungs, nicht gesehen. Eine ganz kleine Delle hier drin. Siehst du im Dunkeln noch nicht, ne? Ja, auch egal, ne? Wie gesagt, der Typ hat die Stylingfelgen hier weggenommen. Aber egal, er hat auch gesagt, dass sie nackt sind. Ja, vielen Dank nochmal an den Verkäufer. Wir sind super nett mit ihm. Tollen Preis hat er uns gemacht. Wir sagen jetzt nicht, der günstigste E38 in Deutschland. Weiß ich nicht. Kann ich jetzt nicht sagen. Ich möchte auch keine Preise jetzt rausschießen, ne? Liebe Leute, wir nehmen ihn jetzt auf die Bühne. Wir haben noch gar nichts gecheckt, oder wir gucken uns mal den Motorraum an. So Leute, wir gucken mal in den Motorraum, mal gucken, was der soll dazu sagen. Ja, schön der Sechszylinder. Also der läuft auch richtig gut, wir machen den auch mal gleich an. So sieht alles wirklich, wirklich schön aus, kein Öl. Wirklich, ein super Zustand, hier fängt er ganz leicht an zu gammeln, aber alles im Rahmen. Es geht alles, alle Helferlein funktionieren. So, Ivan, starte mal das Auto, mal gucken, wie der läuft. Die Farbe ist Aspen Silber Metallic. So, liebe Leute, ihr hört den. Er läuft seidenweich. So wie sich von Sechszylinder gehört. Hammer. Super. Ja, Ivan, kannst du gerne aufmachen? Ja. Ja, jetzt muss man mal gucken, klar, großen Service kriegt er, Kerzen, Luftfilter, Ölfilter, keine Ahnung, guck mal den Luftfilter kurz mal an. Ja, er weigert sich noch, jawohl. Ich glaube, der wurde länger nicht aufgemacht. Ja, okay, die schönsten Tage hat er hinter sich. Also der ach du Scheiße. Oh mein Gott. Ein paar Tiere. Alles mit drin, ne? Das geht. Okay, also wie gesagt, Ölwechsel, Filterwechsel, ein Getriebeöl wollen wir auch mal wechseln, dass er mal Service komplett von uns kriegt. Das ist ganz, ganz wichtig. Es ist bei uns so, wenn ich einen Gebrauchtwagen kaufe, egal was der Verkäufer sagt, glaubt den Leuten das nicht. Wir machen es lieber mal alle neu. Also er fährt aber ganz toll, wir sind hergefahren, die Jungs haben ihn auch ein bisschen gegeben, 2,30. Ja. 2,25. Ja. Ist okay, ist doch nicht schlecht für 193 PS. Und so schlamm ist er auch nicht, aber der Verbrauch, Leute, ist nicht schlecht. Jan,
Was hast du gesagt, 10 Liter Durchschnitt? Ja, ich bin mit 10 Liter ungefähr gefahren. Ja, also Durchschnitt so 150, 160. Das sind 140, ist okay. Du, ist doch nicht schlecht für so einen Riesenauto. Ich muss sagen, ich habe vorher immer gesagt, 728 ist bestimmt eine Gurke, 193 PS. Es ist in Ordnung, so langsam ist er nicht. So, liebe Leute, so, wir sehen uns gleich, wir heben ihn jetzt auf die Bühne und dann checken wir mal unten durch, mal gucken, was uns da jetzt erwartet. So Leute, jetzt müssen wir mal gucken, ob die Bremsen noch hin sind, Dämpfer. Reifen sind fast tot. Ja, die wollen wir sowieso nicht haben. Oh, da wackelt aber was. Oh. Ja? Wackeln wir weiter? Ja, das gucken wir gleich, wenn er ganz oben ist. Oh, der wackelt aber. Wackeln wir. Ja, das sehen muss man. Das sieht man noch auf der Kamera. Oh, das ist aber hart. Lass uns die andere Seite mal wackeln gucken. Ja, da sollen wir es aufschlagen. Guck mal, das ist das Radlager. Wir heben mal gleich hoch, da sehen wir es ein bisschen besser. Lass mal die andere Seite gucken. Jungs. So. Wackel. Ah, hier wackeln wir auch, ne? Gleich Radlager beide Seiten, müssen wir mal gucken. Wir müssen mal gucken, vorne können wir uns jetzt mal weiter gucken. Der ist wohl okay. Hier ist der Reifen auch groß vom Profil. Ja, da haben wir ein bisschen gegeben. Genau. Wir sind wahrscheinlich auch uralt, 2008. Jawohl, ja, kann man mal fahren auf jeden Fall. Bremse. Von außen, das Bild ist schön. Bremse ist noch in Ordnung. Ja, vorne, okay. Also, erste, hinten sollte so, oder? Ja, Ivan, fahren wir den hoch und dann gehen wir mal jetzt eins gemacht, eingemacht und gucken mal, was abgeht da. Wackeln wir mal ein bisschen am Rad, mal gucken. Mal nicht spielen oder was? Ja, eigentlich ja, geht. Okay. Ivan, bei dir, wie sieht's drüben aus? Auch nichts. Schön. Riesenfeder, Alter. Ja, voll die Monsterdinger hier. Alter Schwede, du. Das ist ein Monsterfeder. Naja, ist auch hoch wie ein Bock, das Teil. Ja, Ivan, hoch das Ding. Also der Ausfluss sieht okay aus, ne? Der ist mal schon mal irgendwann mal nachgekommen, denke ich mal. Hier hat er mal schön, die ist ein bisschen gebraten, da war er mal wohl kaputt. Ja. Differential ist. Aber weißt du, was merkwürdig ist? Die Rohre, Alter, sehen aus wie Spielzeug. Der Durchmesser. Na gut, ja. Man muss auch sagen, für einen 7er Motor. Ja, also der Diff sieht okay aus, bisschen Rost angesetzt, aber der leckt nicht, der macht gar nichts. Ja, wirklich nicht schlecht, ne? Also wir haben jetzt vorne mal gewackelt, da sind wohl die Radlager, die ein bisschen stören, die leichte Geräusche kamen raus. Normalerweise bei BMW gehen immer die langen Buchsen hier kaputt. Aber oder hier, die hier. Genau, aber die sind eigentlich alles heil, ne? Wir würden mal sagen, zwei Radlager hinten. Ja, Bremsleitung und sowas sehen auch alles, jo. Man sieht da jetzt hier diese eklige Bremsleitung, die hier rüber geht, aber ja. Ja, muss man wohl mal bald machen. Ja, ist da ein bisschen Rost. Ja. Also, ja, Leute, hat schon angefangen, die mal sauber machen. Bald mal, da muss man was machen. Siehst ja, du das? Genau. Da, Freunde, genau. So. Dann wollen wir weitergehen hier. Hier auch sauber machen. Ja, also, die hier, genau, die Cuts sind wohl drin. Ja, sieht wohl original aus, aber hier, Alter, ich werde schön ein bisschen mit Rost drin hier. Hier. Sehr gut. Lifetime Oil BMW. Ja, es schaltet auch wirklich gut, Leute. Aber ich weiß jetzt nicht, hier der Unterfahrschutz fehlt ihm wohl komplett. Hier ist er wohl weg. Ziemlich stark am Ölen. Hier sieht es aus wie die Ölwanne. Ja, der leckt ziemlich viel Öl. Von hier sieht es aus wie die Ölwanne, aber drüben ist mehr. Ja, wir wollen mal nicht hoffen, dass es der Simmering ist, ne? Kann auch sein. Aber komm mal her, hier von der Seite leckt auch viel. Da sitzt ja auch das hier Ölfiltergehäuse. Kann auch sein. Also ich hätte jetzt gesagt, wahrscheinlich Ölfiltergehäuse und Ventildeckeldichtung muss man die andere Seite mal gucken vielleicht. Ölwanddichtung, weil wenn du von hier guckst, sieht das stark nach Ölwanne aus. Ja, der leckt schon ein bisschen. Ne? Der Kollege hat sich wohl lange nicht runtergelegt. Ich hoffe, das kann man sehen. Ja. So, Sven, komm mal bitte her. Da sehen wir mal hier, Querlenker auf jeden Fall. Sind gerissen, Leute. Da seht ihr das. Ja, Koppelstangen, keine Ahnung. Seiten, hier auch. Ja, die Koppelstangen gehen. Zeig mal drüben. Hier ist auch gerissen. Ja, Querlenker sind auch gerissen. Koppelstange oben. Aber ich denke, so ein Querlenker-Set kriegt man hinterhergeworfen. Hier gerissen. Ja, also ich habe bei eBay so ein Querlenker-Set gesehen. 250 Euro oder sowas. Ich glaube, von Meile. Ist ja nicht schlecht. Also wenn wir schon dabei gehen, ich denke mal, dann holen wir Jan komplett ein Querlenker-Set. Also der hier ist definitiv gerissen. Und da werden die anderen auch nicht besser sein. Aber kein Spiel. Aber ganz ehrlich, ich bin den ja heute mit Zangen gefahren. Also der schwimmt nicht, der tackert nicht, klackert nicht. Da bin ich aber merkwürdig, ne? Ja. So, liebe Leute, eigentlich, es ist nicht schlecht. 96er Baujahr, klar, wir haben auch erwartet, dass wir was investieren. Klar, Querlenker sind ausgeschlagen, habe ich mir schon vorher gedacht, Radlager. Aber das kostet alles kein richtig Kohle, das ist alles okay. Und er hat kein Rost.
Das ist ja das Allergeilste. Ne? Ja, mal komm mal her. Ja, Wagen im Aufnahmen, Tammer. Da auch. Ja, top. Wirklich. Also, ja, liebe Leute, so schlecht ist er jetzt wirklich nicht. Ja. So, ja, da ist das Pachtstück. Ihr kennt ihn in meinen vorigen Videos. Ich habe ihn angemeldet. H-Kennzeichen sind drauf. Einen Aufruf habe ich ihn spendiert. Nice, nice, nice. Ja, Leute, leider war ich beim Straßenverkehrsamt. Da haben sie mir so ein Nummernschild gegeben. Ich habe gesagt, Tick zu klein, weil die blöden Schrauben gucken an den Seiten raus. Die haben gesagt, nee, gibt's nicht anderes, musst du nehmen. Ist schon geil, aber ist schon richtig klein, das Ding, ne? Also da würde ich mal gucken, aus dem Internet mal die etwas größere bestellen oder irgendwas machen. Aber, Leute, ne? Sieht doch nice aus mit dem kleinen Nummernschild. Schön tiefer gelegt, geile Karre. So, ihr Polska-Auto kennt ihr auch. Das Ding war eingebaut. Also keine Ahnung, wie sie es geschafft haben. Vom Audi Q5 3 Liter Diesel, das Ding da unterzubauen. Unglaublich. Also er kriegt jetzt hier einen normalen Endtop hier, mit ganz normal, dann wird er wieder ganz normalen Sound haben. Weil mit dem Auspuff, da fahren wir nicht mehr rum. Check, es geht, es ist alles okay. Vorne ein paar Querlenker, hinten mal ein Radlager, ein bisschen Bremsleitung machen, einen großen Service braucht er. Es ist alles okay, also besser als erwartet. So, liebe Leute, wie immer, einen kleinen Soundcheck, mal gucken, was der Kleine hier brüllt. So, Jan. So, Freunde, Soundcheck ist auch gemacht. Es ist 8 Uhr, das reicht wohl. Wir sind seit 8 Uhr morgens unterwegs, 12 Stunden in der Werkstatt. Schnauze voll, das reicht auch. So, danke an die Jungs hier, die hier mitgeholfen haben. Also die waren gestern in Dortmund, Nachtaktion, sind irgendwann um 2, 3 Uhr morgens nach Hause gekommen. Vielen, vielen Dank an den Crew. Ja, die Jungs sind immer auch immer dabei, da machen wir auch schön unsere Projekte mit denen. Und so, gleich gibt's noch einen Abschluss. So, das war's mit dem E38. Geiles Auto. Also ich habe die früher, glaube ich, vor 15, 20 Jahren auf der Straße gesehen und gesagt, sehen die scheiße aus. Aber irgendwie, je älter die Autos werden, desto mehr, keine Ahnung, verdienen die Charakter, weil die so wenig auf die Straße sind, weil man sieht VW, Golf oder die Mercedes C-Klassen, alles unterwegs. Aber sowas sieht man so selten. Und wenn ich ein altes Auto sehe, dann blüht mein Herz auf. Meine Jungs denken genauso, die haben richtig Bock auf alte Autos. Klar, in dem Zustand wollen wir kein altes Auto fahren. So hochgebrockt, da sieht er scheiße aus. Aber wenn wir ihn nachher wirklich mal ein bisschen errichten, tiefer, fette Felgen, dass er dann gut aussieht. Also liebe Leute, es geht hier damit weiter. Da kommen auf jeden Fall ein paar Videos dazu. So, und mein Baby nehme ich mit heute nach Hause. Wie gesagt, US-Optik, geile Karre. Da kommen auch noch ein paar schöne Videos. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns in den nächsten Videos. Abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Glocke aktivieren. Auf Wiedersehen.